Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Wir sind gerade im Pausemenü. Das liegt daran, dass ich gerade beim Meinen... Ja, ihr seht's, ich habe eine Gatling vor mir angeflexte. Ich bin auch leicht verletzt. Eine Assertive Squid ist plötzlich aufgetaucht. Gucken wir mal, ob ich das Teil irgendwie niederkrieg. Hier oben drauf passiert mir nichts. Das heißt aber, ich habe ein bisschen Munition. Ja, genau. Werd ich ruhig. Okay. Komme ich da? Das sind Batterien. Ich weiß nicht ganz, wo die herkommt, weil es war kein Assertive Schiff da. Oh mein Gott, das Ding ist gespickt mit Batterien. Aber die Materialien würde ich mir gern cachen. Also nicht die ganzen Batterien zerstören. Jawohl, die kleinen kann man. Okay. Okay. Mein Squid. das war auch mehr Glück als Verstand. Ihr seht an meiner Gesundheitsleiste, dass da nicht mehr viel übrig ist. Squid. Kann man dich fliegen? Ja. Kann man. Wo ist an dem Ding vorne? Ah, da ist vorne. Okay, hier ist also vorne. Ah, ich sehe. Assertive Outpost. Okay. Was ist ein Outpost? Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Squid einigermaßen heil runterkriegen. Weil, dann haben wir Munition. Also, im Ernst, wir haben Munition. Also nicht viel, weil ich glaube, da ist nicht viel drauf, aber... Bleibst du stehen? Okay, wir haben einen Squid. ich brauche Sauerstoff. Ich brauche Sauerstoff und Gesundheit. Und ich muss meinen Miner zurückholen. Der steckt noch in der Uranmine. Okay, die schicken also Drohnen nach mir. Was habe ich denn da jetzt? 5 Kisten Munition. Das ist jetzt nicht so viel. Wait a minute. Lava Miner. Dir geht's gut? Ja, hat auch noch Strom. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen mit. Und dann gucken wir, dass wir uns ein bisschen bewaffnen. Wenn ich jetzt schon ein bisschen Munition habe. Was haben wir denn da jetzt? Knapp 10 Tonnen Uran. Ja, das ist doch schon mal... Also ich meine hier schon eine Weile. Ihr seht, dass aus dem kleinen Loch ist eine Halle geworden. Oh, da ist noch mehr Uran. Das darf ich nicht einfach so abbauen. Ich wollte das jetzt gerade mit Rechtsklick-Mining wegmachen, aber nein. Assertive Outpost. Ich habe mir ist der tatsächlich nicht aufgefallen. Der muss gerade eben erst gespawnt sein. Oder ich bin halt blind. Das ist auch nicht unmöglich. Okay, das ist weg. Jetzt muss ich den Ausgang finden. Ausgang? Outpost? Ah, da ist der Ausgang. Also, ja. Das eben. Ne? Ihr merkt, wie groß das Ding geworden ist. Nur wegen 10 Tonnen Uran. Allerdings habe ich natürlich mehr gemeint, als nur das, was jetzt in meiner drin ist. Aber das zeige ich euch gleich. Ich habe nämlich noch ein bisschen was getan. So. Wir sind mal hier raus. So. Wir haben nämlich einen fertigen Cargo-Container, eine fertige Raffinerie. Mit Effizienzmodulen. Denn ich habe auch Gold gemeint. Nicht wenig. Die Raffinerie ist nämlich aus. Ich habe die ausgeschaltet.
weil ich wissen wollte, wie viel Zeug wir jetzt insgesamt haben. Okay. Prima. Squid, was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Ich könnte die einfach so lassen und als Kampfdrohne verwenden. Das Problem ist, ich habe ja keinerlei Munition an sich. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber ich hätte gern auf meinem Rover eine Gatling. Dann habe ich jetzt wenigstens 5 Kisten Munition. Jetzt machen wir mal Folgendes. Den großen Frachtcontainer hier. Werfen wir mal das ganze Uran rein. Genau, dann haben wir nämlich da fast 50 Tonnen Gold und 11,5 Tonnen Uran. Dann kann ich nämlich die Raffinerie einschalten. Genau, und dann kann die nämlich mal an dem Zeug arbeiten, weil Gold brauche ich ja auch eine Menge. Die Frage ist, schnappe ich mir jetzt den Squid, weil das wäre kein verlorenes Material, sobald ich mal einen Cargo und Fleeting Rival. Echt jetzt? Ein Fleeting Rival hat nur Waffen unten. Come on, boy. Hallo. Na? Hör auf mein Zeug loszugehen. Dich hole ich vom Himmel. Wow. Okay. Waffe habe ich abgeschaltet. Die Hälfte vom Fleeting Rival auch. Wo geht der hin? What is he doing? Okay. Hab ihn gecached. Hui. Inventory full. Inventory full. Können Sie mal aufhören zu zappeln? Hier liegt irgendwo Munition rum. Da unten liegt Munition rum. Ich will nur die Munition. Alles andere ist relativ uninteressant. 9 Kisten. Nice. Und auch sonst. Ja, ein bisschen Material halt. Den sollte ich eigentlich zusammenflexen. Aber ich habe kaum noch... wo muss ich hin lang? Da muss ich lang. Ich habe kaum noch Wasserstoff, glaube ich. Okay. Zweite Drohne. Munition sammelt sich. Wir brauchen was zum Verteidigen. Okay, doch, ich habe noch. Jetzt gehe ich das Teil mal zusammenflexen. Dann nehmen wir tatsächlich den Squid, packen dem eine Kamera ran. Oh, der nächste! The fuck? Hallo Squid. Na? Genau, schieß auf dich selbst. Au. Au. Nein, nicht auf mein Zeug schießen. Hör auf mein Zeug zu schießen. Der zerstört mir alles. Okay, wo mein Körper? Ich habe keine Ahnung, wo meine andere Squid... The fuck? Wieso sterbe ich nach einem Schuss? Ich verliere gerade alles.
Und ich kann nichts dagegen tun. Ich bin unbewaffnet. Oh, wieso sind meine Dämpfer aus? Ich kann nichts tun. Ist wahrscheinlich alles so beschädigt. Okay, ich kann dich ablenken. Hör auf meinen Scheiß zu schießen. Gatling. Jetzt brauche ich nur noch Munition. Kommt schnell, schnell. Was ist kaputt? Mein Rover. Ich bin schon wieder tot. Ich hab noch ein Survival Kit. Hör auf, mir alles kap. Oh. Unbewaffnet sein ist scheiße. Ja, beruhig dich. The fuck? Ja. Das war so nicht geplant. Echt nicht. Ich hab... Cockpit ist beschädigt. Ich hab im Grunde nichts mehr. Ich komme nicht mal an mein Werkzeug ran. Ich muss mal die Hinterachse hier ablassen, dass ich hochkomme. Die Squid ist tatsächlich auf mir abgestürzt. Auf mir! Muss ich jetzt die vorderen auch runterlassen? Ja, also die hier. Die mittleren. Ich muss es mal noch ordentlich machen. Reicht noch nicht. Dann musst du halt auch noch runter. Komm schon. Höhenversatz. So. Und. So. Nein, kommst nicht weiter runter. Warum kommst du nicht weiter runter? Bitte keine weitere Drohne. Ach komm schon. Mein Körper despawnt gleich. Dann habe ich gar nichts mehr. Nicht mal mehr Werkzeug. Ich komme da nicht hoch. Pff, ich kann ihn auch nicht weiter runterlassen. Ach, leck mich doch im Arsch. Geht doch. Okay. Bestandsaufnahme. Okay. Das ist beschädigt. Du bist beschädigt. Die Raffinerie selbst ist im Top-Zustand. Also relativ top.
Okay, Montageanlage. Habe ich noch Material? Nein, natürlich nicht. Okay. Wirf das mal hier rein. Oh Mann. Oh Mann. Okay, ich habe jetzt eine Waffe. Ich muss diesen Squid loswerden, bevor ich auf das nächste schießen kann, weil sonst schießt mir die Gatling meine ganze eigene Base zusammen. Und meinen Rover mitnehmen bezweifle ich, dass das noch funktioniert, weil von dem ist im Grunde nichts mehr übrig. Au. Ich muss mich heilen. Komm schon, mach schneller. Nur ein bisschen, danke. So, würdest du mal bitte kurz den Schrott machen? Oh nein, ich brauche Kobalt. Und Nickel und alles. Das ist alles da drin? Ist es hier drin? Oh ja, Gott sei Dank. Okay, ein bisschen was ist hier drin. Das reicht wahrscheinlich nirgends hin. Ich sag bloß, das ganze Material, was ich habe, ist in der... ist hier... Hä, nee, Silizium. Habe ich kein Nickel mehr. Holy shit. Ich habe gar kein Nickel mehr. Das macht's jetzt nicht unbedingt besser. Echt nicht. Weil ich muss auch an meinen Trinken ran und das ist da drin und ich werde den Rover hier einfach nur klein flexen nachher. Ja. Weil da ist im Grunde nichts mehr von übrig. Getränk. Das brauche ich. Jo, den können wir zerlegen, weil das hat eh keinen Sinn mehr. Inventory full. Das hat eh keinen Sinn mehr. Okay, dann müssen wir mit Zerflexen klarkommen. Na komm. Sind das nur Stahlplatten? Ja, ich nehme alles mit. Wo ist mein anderes Squid? Hat er den vom Himmel geschossen? Ich vermute. Ich vermute, dass er den vom Himmel geschossen hat. Ja, das Grobe. Hast du keine Triebwolke mehr? Doch. Da ist noch sinnvolles Material drin. Inventory full. Welches das dafür sorgen könnte, dass ich vielleicht doch noch irgendwann einen kompletten Assembler krieg. Oh Gott, die ganzen Computer. Ja. Hier fehlen eine Menge Computer. Oh Mann. Ja, ich bin gerade ein bisschen geknickt. Es lief so gut und dann... Und dann das. Was ist denn da alles im Arsch? Oh wow, meine halbe Base ist im Arsch. Ja, nice. Sehr nice. Wir brauchen Nickel. Wir haben doch Nickel hier. Lava Außenposten. Blockkonstruktion enthält keinen Fernsteuerungsblock. Hä? Doch. Du hast wohl einen Fernsteuerungsblock.
doof. Hä? Fernsteuerungsblock. Da ist er doch. So. Ich besorge Nickel. Das ist doch auch irgendwo hier. Uran, Nickel, da oben. Weil ohne Nickel wird das nix. Wow. Ja, muss reichen für den Anfang. Ich muss vorankommen. Mann. Ich muss mein Zeug reparieren. Und ich muss mich darum kümmern, dass ich das, was ich an Munition habe, jetzt auch in Waffen verarbeite. Und ich brauche mehr Munition. Ich brauche mehr Munition. Irgendwie. So. Raus. Ich habe Metallgitter. Fällt mir gerade auf. Alles da reinstecken. So. Hier ist mittlerweile ein Haufen Material drin. Computer, Metallgitter anzeigen. Ja. Okay. Jetzt nehmen wir mal das ganze Wertvolle. Inventory full. Also was auch immer hier noch Wertvolles drin ist. Stecken das da rein. Ebenso wie das ganze Wertvolle aus den Resten meines Rovers. Also, welches keiner mehr ist. Da lohnt sich aus Reparieren nicht mehr, weil, ne, der fehlt. Inventory full. Da hat es ein komplettes Triebwerk. Ja, das ist, ich kann euch sagen, das war so nicht geplant, ne? Kann ich das wieder bauen? Nein, da fehlen auch viel zu viele Computer. Viel zu viele Computer. Und für... Halt, Computer kann ich doch herstellen. Ich hab doch Silizium. Kann doch den Scheiß herstellen. Das brauche ich nicht. Da fehlt ein Nickel für. So, jetzt gucken wir mal, dass du ein bisschen Nickel raffinierst. Und ich brauche... Oh, scheiße, ich brauche dringend Sauerstoff. Ich habe gar keinen mehr. Wait a minute. Ah. Sauerstoff. Komm schon. Bevor es dumm wird. Druck ablassen an. Okay, Sauerstoff füllt sich wieder. Puh. Sauerstoff is on. Okay. Ich brauche dann wieder alles. Ich brauche einfach mal schlichtweg wieder alles. Ah, Mann. Gucken, ob irgendwas Wertvolles noch rumliegt. Also, wertvoll im Sinne von Munition und Zeug. Sieht aber nicht so aus. Ah. Okay. Sind das nur Stahlplatten? Ja. Ich nehme die Stahlplatten nur grob mit. Den Rest lasse ich von Trash Cleanup aufräumen. Stahlplatten sind jetzt nicht so wertvoll. Aber je mehr Stahlplatten ich habe, desto weniger Eisen muss ich meinen. Deswegen nehme ich da einen Teil davon mit. Und es geht ja relativ schnell, die auch zusammenzuflexen, weil
gute Flex. Können wir hier durch das Ding durchfahren. Okay, das Teil besteht tatsächlich zu 99% aus Panzerung. Da ist sonst nicht viel drin. Das sind Panzerung, Triebwerke, Batterien und dann ein bisschen Gatling. Wieder ein Assertive Schiff. Liegt hier noch. Hier liegt Schrott. Das ist Eisen. Pures Eisen. Und da liegt noch Munition. Haha. Doch gut, dass ich nur rumgucke. Munition ist momentan das Wertvollste, was uns passieren kann. Alles andere können wir irgendwie erzeugen. Nur Munition nicht. Oh. Da war was. Hier liegt noch mehr Munition. Wie viel haben wir? Nochmal 5 Kisten. Okay. Okay. Ich nehme jetzt alles mit, was ich beim Hochlaufen mitnehmen kann. Und dann brauche ich erstmal wieder einen O2H2-Generator. Dass ich wieder hier an Wasserstoff rankomme. Oh man. Das wollte ich so nicht. Vor allem wollte ich jetzt eigentlich... Ich hatte nicht vor, aufzunehmen. Nur, das ergab sich jetzt. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen vorbereiten. Naja. Habt ihr wieder was zu gucken? Immerhin. So. Ich baue einen großen O2H2-Generator. Hier aufs... Das war knapp. Das war knapp. Wir bauen einen... Kann ich jetzt das bauen? Immer noch nicht. Jetzt wirf das mal hier rein. Ist ja noch ein bisschen... Es sind ein Haufen Motoren dabei. Das ist nicht schlecht. Sieben ist ein O2H2-Generator. Den ich bis auf 5 Computer sogar bauen kann. Nett. Weil der hier läuft ja nach wie vor und produziert Eis. Weil das Eis, das ich hier drin hatte, scheint verschwunden zu sein. Rest in peace, Rover. Das heißt, ich brauche wieder ein Survivor Kit auf meinem großen Rover. Das ist auch so ein Ding. Ja, aber das Eis, das ich hier drin hatte, scheint verschwunden zu sein. Weil hier waren auch noch 500 Kilo drin. Inventory full. Ich kann nicht fliegen. Das war jetzt dumm. Das war jetzt ernsthaft ein bisschen dumm. Magst du hinten nicht noch ein bisschen weiter runterkommen? Hä, warum? Warum kommst du hinten nicht weiter runter? Stehst du... Ah, du stehst hier drauf, ne? Ich kann das nicht einsammeln. Ja. Weiter runter geht nicht, weil er auf was draufsteht. Komme ich da immer noch hoch? Vorhin kam ich hoch. Ach komm. Come on, lass mich hoch. Mir
Mir fehlen immer noch 2 Computer. Ist das jetzt dein Ernst? Okay, wo kriege ich 2 Computer her? Hier. Okay, pass auf. Die 500 Kilo nehme ich jetzt hier raus. Und werf die hier rein, dass ich wieder Sauerstoff habe. Wasserstoff. Yay. Und jetzt kann ich das hier... Oh nein, der Outpost ist wieder da. Der Outpost ist wieder da. Reparaturen durchführen. Produzier mal den Rest. So. So. Jetzt ist das erledigt. Hier mal alles wegmachen, was noch irgendwie Wert hat. Beziehungsweise alles, was irgendwie wahrscheinlich eine Gatling attracted. Dass ich wieder auf Verteidigung gehen kann. Come on. Inventory full. Och, das ist nur so viel Zeug, das hier rumliegt. Den kann ich den nicht einfach wegfahren? Geht doch. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Sinnvolles Zeug einsammeln. Oh. Hier ist noch mein ganzes Kobalt drin. Unorganisches Material. Come on. So, wir haben noch ein bisschen Uran. Du machst jetzt gerade das Kobalt, das ist okay. Wir haben noch mehr Uran. Das ist gut. Jetzt kümmern wir uns mal um unsere Wäffchen hier. Du brauchst... Nein, 3. 3 lasse ich dir. Mehr nicht. Nico. Okay, das ist viel Nickel. Junge. Da sind noch Stahlplatten und noch anderes Zeug. Gut. Kommt nix. So. Die Angst spielt mit. Meinen Rover kann ich nicht mehr mitnehmen. Weil es ihn nicht mehr gibt.
in der Form. Was ich aber möchte, ist den Kollegen hier. Moisture Vaporator. Nein! Ah! Ich kotz gleich. Hör auf mein Zeug zu schießen. Alter, lass das. Warum nur auf die Gatling? Ich versteh's nicht. Okay, der Fleeting Rival haut rapide schnell ab und stürzt dann ab. Ja, ist mir recht. Scheißding. Inventory full. Halt, da ist noch mehr Munition. Ja, ja, hau ruhig ab. Ich will nur die Munition. Inventory full. Schon wieder ein Squid. Ich krieg's kotzen. Ich krieg echt's kotzen. Hör auf meinen Scheiß zu schießen. Ich kotz gleich. Ich kotz echt gleich. Du musst doch bestimmt mal nachladen. Mir fehlt so viel Zeug. Hör auf mein Zeug zu schießen, du Pisser. Okay. Von unten kann er jetzt... Also er kann mich jetzt nur noch von oben beschießen. Habe ich das Problem mal gelöst. Ich muss meine Gatling reparieren, bevor der nächste kommt. Oh. Ich kotz gleich. Warum ist das Entnehmen von 8 Metallgittern nicht möglich? Warum machst du keine Metallgitter? Ah, weil du keinen Nickel hast. Nein. Nein. Meine Raffinerie ist jetzt so schwer beschädigt, dass ich nicht mal mehr an meine Rohstoffe rankomme. Jetzt ist halt scheiße. Jetzt ist halt richtig scheiße. Ich komme an meinen Nickel nicht ran. Okay, jetzt muss ich improvisieren. Gib mir das weg. Zerlegen. Mach mal 20 Motoren. Ich brauche das Nickel. Oh. Komm schon. Reicht das? Für ein paar Metallgitter? Für 20 hat's gereicht. Wie braucht die Raffinerie? Keine 20. Hä? Ich hab doch 20 mitgenommen. Hä? Hä?
Bin ich jetzt dumm? Ja, vermutlich. Okay, Raffinerie läuft wieder. Gib mal eine Tonne Nickel. Wirf das da rein. Und jetzt gib. Gib Metallgitter. Ja, danke. Ja, ich habe ihm gerade zugeguckt. Oder ich gucke ihm gerade zu. Du dürftest aufhören, das Teil zu zerstören. Oder es zu versuchen. Alles, was irgendwie Energie hat, oder was? Oh, oh. Au. Ja, ich sollte mich daran erinnern, wenn sie sagt low. Das ist nicht low, sondern schon critical. Fleeting Rival, der eiert immer noch da oben rum. Hier sieht's aus wie auf dem Schlachtfeld. Mann. Mal mein Zeug zurück. Danke. Okay, dann gucken wir uns mal kurz um, ob hier auch sinnvolle Sachen liegen. Inventory full. Wie zum Beispiel Munition. Inventory full. Mehr Munition. Okay, was brauche ich nicht? Dann wirf halt 10 Motoren raus. So, Wasserstoff habe ich wieder. Jetzt kann ich Zeug sammeln gehen. Da liegt noch mehr Munition. Also einen einzigen Vorteil sehe ich hier draus. Ich kriege im Grunde gratis Munition. Also nein, ist es nicht gratis. Ich zahle da einen sehr, sehr üblen Preis dafür. Aber ich kriege Munition. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Und das ist vielleicht ganz gut, dass der Fleeting Rival da oben noch ist. Vielleicht spawnt er dann gar keinen neuen, weil ja da noch eine Drohne lebt. Das könnte sein. Das wäre cool, wenn es so ist. Hier ist was eingeschlagen. Junge. Ja, wir haben jetzt eine Folge lang nichts Produktives gemacht. Das war jetzt eine Folge in der Hölle. Also, ohne Scheiß. Das ist schon Hölle. Sag ich dir. Schrott. Inventory full. Ein bisschen Zeug. Okay. So. Reparaturen. Reparaturen. Okay, der Moisture Vaporator steht wieder. Produziert Zeug. Der Fleeting Rival geiert immer noch da oben rum. Bin ich zufrieden mit, kann er machen. Das größte Problem ist, dass ich hier auf der Base nicht unendlich Strom habe, weil meine Windturbinen im Eimer sind. Das heißt, ich muss Windturbinen reparieren. Es quietscht. Meine Frau ist wohl zu Hause mittlerweile.
Der Fleeting Rival eiert immer noch da oben rum. Ich bitte ihn, nicht näher zu kommen, weil meine Gatling macht ihn zu Kleinholz. Im Ernst. Mach die. Was ist denn jetzt hier schon wieder kaputt? Eigentlich. Irgendwas ist doch hier im Eimer. Ah. Ah, das ist im Eimer. Okay. Okay. Also mal gucken, dass wir wieder die Stromproduktion stehen haben. Ist die auch kaputt? Ja, die ist auch kaputt. Wenn die Stromproduktion wieder steht und alles andere repariert ist. Oh Gott, die Montageanlage hier ist ja auch im Arsch. Was ist eigentlich nicht im Arsch? Boy. Okay. Ein bisschen Strom gibt's wieder. Ein bisschen. Jetzt gibt's gleich noch ein bisschen mehr und dann reicht's mit den Trägern, weil nicht, weil... Ja, weil Bildplaner mal wieder anderer Meinung ist. Grr. Nehmen von 19 Trägern nicht möglich. Jetzt ging's. Ach, leck mich doch. Einmal. Zweimal. Okay. Montageanlage. Und den Kollegen hier. Oh nein. Die Gatling hat den Fleeting Rival ausgeschaltet. Normalerweise freue ich mich über sowas. Dieses Mal nicht. Weil das heißt, es wird früher oder später die nächste Drohne gespawnt. Okay, dann können wir aber mal gucken, ob es da oben noch irgendwie Munition gibt oder so. Oder irgendwas anderes Wertvolles. Au. Hast du dich jetzt echt hier... Junge, Junge. Der hat sich jetzt hier echt übers Gelände gedingst, um bis zu mir zu kommen. Einfach so. Kann man machen. Ah, Herstellungskomponenten, Stahlplatten. Schrott. Das ist nur ein Scheinwerfer. Ja, okay. Ah, doch, hier. Muss doch, da liegt noch Munition rum. Haha. So. Das heißt, was wir auch brauchen, ist eine zweite Gatling. Mit einer allein kommen wir nicht weit. Sicher ist sicher. Besonders, weil Large-Grid-Waffen halt eine höhere Reichweite haben als Small-Grid-Waffen. Und das könnte uns manchmal ein klein wenig den Arsch retten. Und es wird Zeit, dass uns mal jemand den Arsch rettet. Wir nehmen von 3 Metallgittern nicht möglich. Warum schon wieder? Was fehlt dir? Erzähl's mir. Was tut weh? Nimm mal das Nickel hier. Nicht das Ganze. Lass mal 300 Kilo Nickel da. Das Eisen brauche ich soweit auch nicht. Das kann ich eigentlich auch alles auf dem Rover tun. Jetzt. Dich will ich eigentlich nicht. Hä? Tut doch. Dass mich der immer verwirren muss. So. Okay. Das tut auch wieder. Jetzt brauche ich eine Menge Stahlplatten, dass ich alles fixen kann, aber... Wir sind jetzt an dem Punkt, wir könnten uns verteidigen. Ich brauche Stahlplatten zum Fixen und... Ah, genau. Jetzt weiß ich, was ich noch wollte. Bevor wir jetzt aufhören. Eine Gatling. Hier. Dann produzier's halt. Junge.
So, jetzt sollte nichts mehr fehlen. Wir haben theoretisch von allem mehr als genug. Ja. So, hier gehen wir gleich auf 800 Meter Reichweite. Du hast dir schon Munition gecached. Das ist gut. Wir haben noch weitere 13 Kisten. Es läuft. Wir haben Verteidigung. Wir haben zwar einen Rover weniger, aber wir haben Verteidigung. Wohin? Immerhin. Hier hinten wird kein Rover-Parkplatz mehr. Das wird jetzt ein Parkplatz für den Miner. Das ist einfach mal Fakt. O2-Handzweigenerator sammelt schön. Kleiner Reaktor. Das sind jetzt 43 Kilo Raden. Easy. Im Geschützturm sind 12 Kisten Munition. Hier sind... Also wir haben 22. Und an sich eigentlich eine richtig große Menge Material da. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Kann man nämlich alles mal grob reparieren. Und dann müssen wir uns zeitig darum kümmern, dass wir hier wegkommen. Und ganz ehrlich, ich will den Außenposten nicht angreifen. Ich will's einfach nicht, weil dafür habe ich einfach zu wenig. Für so eine Aktion. Hier ist noch alles fit. Der ist soweit noch fit. Tenne ist fit. Der Miner ist fit. Okay. Und da liegt hier noch ein Haufen Zeug rum. Aber das kann man... Oh nein, der Outpost erscheint wieder. Das aber machen wir beim nächsten Mal. Nämlich weiterfahren. Und damit bedanke ich mich jetzt fürs Zugesehen haben. Und ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß als ich. Und bis dahin macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.